Und Rückenschmerzen? Wie viel hast du von 0 bis 10? So 6. 6? Okay, bringen wir weg. Einverstanden? Okay. Wir leben immer wieder, wie Jesus heilt. Ich bring's auch schon. Ja, kannst trotzdem. Gib mir mal die Hand. Ja, klar. Ja. Ist es schwitzig? Ja. In Jeshua Name, völlige Wiederherstellung. Sei geheilt von Kopf bis Fuß in Jesu Namen, jetzt. Ich spür's. Was spürst du? Heilung. Ja, das ist heftig. Das ist Jesus, der dich jetzt heilt. Weißt du, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Er lebt in mir und heilt dich jetzt. Kopfschmerzen auch? Ja, ja, alles. Alles. Ich habe da Migräne. Es kommt alles. Okay. Ja, check mal den Rücken, wie viel hast du jetzt? Ja. Wie viel hast du von 0 bis 10? Jetzt 0. 0? Ohne Witz. Hey, Halleluja. Danke, das ist danke. So schnell. Der Jesus liebt dich. Das hat alles Jesus gemacht. Ja. Ich habe starke Migräne. Okay. Ja. Oder Migräne, kannst gerade du die Hand auflegen. Genau. Wie viel hast du von 0 bis 10? Stefan, was hast du? Spürst du was? Ja. Ja. Spür durch meinen Arm hier. Bis hoch, bis zum Kopf. Ja, Energie, gell? Weißt du, was das ist? Sie hat Jesus eingeladen. Jesus lebt in ihr durch seinen Geist, ja. Das ist Gottes Geist, weißt du? Jesus ist Gott und er heilt dich jetzt. Echt? Ja, ja, ich sag's, ja. Aber ich spür's, es wird besser. Das ist Jesus, weißt du? Danke. Hast du keinen Schmerz mehr? Nein. Aber ich glaube auch. Ja. Halleluja, ja. Wie heißt der YouTube-Kanal? Ich gebe dir gerade eine Karte, ja. Ich erkläre dich noch schnell die gute Nachricht. Oder? Das Herz bedeutet, Gott liebt dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat ja uns geschaffen für Beziehung mit ihm. Okay? Kommst du mit? Und dann hat es eine Trennung gegeben zwischen Mensch und Gott. Deswegen haben wir all das Leid auf dieser Welt. Krieg, wir verletzen einander. Okay? Warum sind wir so egoistisch geworden? Warum? Gott ist ja vollkommen und hat uns Menschen auch vollkommen geschaffen. Was ist da passiert mit uns? Gott meint, dass wir alleine sein können. Dürft ihr auch noch was sagen ins Video? Moment, schon schnell. Du kennst ja die Geschichte von Adam und Eva. Oder? Ja, genau. Die haben sie eigentlich kurz gesagt, haben sie sich Satan unterworfen, ja, und seine egoistische Natur von Satan übernommen. Einverstanden? Und wir natürlich auch, oder? Weil wir von ihnen abstammen. Und mit dieser Natur können wir nicht Beziehung haben mit Gott. Wir können nicht mit Sünden in den Himmel. Wenn wir uns nicht retten lassen, würden wir am gleichen Ort landen wie Satan, in der Hölle. Aber Gott möchte, dass jeder Mensch mit ihm die Ewigkeit verbringt. Deswegen hat Gott die Rettung erschaffen. Was hat Gott gemacht, um uns zu retten? Was? Die Arche Noah zum Beispiel. Die Arche Noah hat die Familie von Noah gerettet durch die Sintflut, oder? Und Jesus ist auch wie eine Arche. Er rettet uns von dem Gericht Gottes, okay? Wenn wir Jesus aufnehmen und in Jesus sind, werden wir nicht mehr gerichtet. Aber wenn wir nicht an Jesus glauben, sind wir schon gerichtet, weil wir nicht an ihn glauben. Einverstanden? Wir müssen Jesus unser Leben ihm geben und da sind wir safe. Okay? Gebt ihr da Karte mit da? Die unterste Linie ist YouTube-Kanal. Danke. Ah! Genau. Tschüss, ciao. Tschüss, schöne Gabe. Tschüss.